Was geht, Pokéfans? Mein Name ist Maxi und willkommen zum zweiten Part vom ersten Opening zum Thema hier Roaring Skies. Wir haben uns schon die ersten paar Karten gegeben. Ihr könnt nochmal in die Videobeschreibung schauen, da findet ihr den Link zum ersten Video. Hier seht ihr trotzdem schon mal, was wir gezogen haben. 6 sehr, sehr coole Karten. Wir haben ein Mega Gallade EX Full Art, dann das reguläre Mega Gallade EX und das reguläre Mega Rayquaza EX. Das farblose, das ist wichtig. Dann genau das wollte ich haben. Okay, dann machen wir einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben wieder 18 Booster. Die werden wir einfach einmal kurz mischen, weil wir es können. Warum auch nicht? Mega Rayquaza ist oben. Und wir starten wieder mal los. Und diesmal versuche ich es wirklich ein bisschen kürzer zu machen. Letztes Mal habe ich ein bisschen zu viel geschnackt. Und das meiste ist ja eigentlich schon bekannt. Okay, Codekarte. Wieder mal eine hier für euch. Und weiter geht der Spaß. Okay. Die üblichen Verdächtigen. Alle schon gesehen, haben wir alle schon, brauchen wir aber trotzdem immer wieder. Am liebsten sind wir natürlich wieder neue Reverse-Holo-Karten für die Sammlung. Ich will die immer so holo wie möglich haben, heißt so schön und so glitzernd wie möglich. Und deswegen viele, viele davon. Und die erste Karte ist noch ein Togekiss. Das heißt, wir haben hier schon 2 Stück gezogen. Auch mit der Speed Evolution. Und was haben wir hier noch? Die Ability haben wir das letzte Mal gar nicht angeschaut. Wenn du diese Karte spielst, um eben ein Pokémon zu entwickeln, dann kannst du die obersten 8 Karten deines Decks anschauen. Suche dir Energiekarten aus, die du dort findest und verteile sie an alle deine Pokémon, wie du möchtest. Und den Rest mischst du einfach wieder ins Deck. Okay, das heißt, wenn wir wirklich wissen, dass viele Energiekarten oben liegen, dann haben wir hier die Möglichkeit, sehr schnell unsere Pokémon angriffsbereit zu kriegen. Das ist gar nicht mal schlecht, aber wann weiß man schon genau, wie die obersten 8 Karten aussehen, außer man spielt weitere Karten, um das irgendwie manipulieren zu können. Okay, erstes Booster schon geschafft. Eine coole Rare-Karte, eine Holo-Karte. Nächstes. Also da springen wir einfach durch. Den Fokus brauchen wir bedingt. Trainer Mail, Fletchender, Gallade Spirit Link und noch ein Jirachi. Ich habe es am Ende der letzten Folge gesagt, wenn ich davon eine zweite Karte ziehe, wird sie höchstwahrscheinlich an meine Freundin abgedrückt und ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass sie die beiden Karten haben will. Okay, aber sehr schön Jirachi auch hier noch einmal. Die Attacken können wir ganz kurz nochmal reinschauen. Interessant, die erste Attacke, schau dir die obersten 7 Karten deines Decks an und nimm eine davon in deine Hand. Den Rest mischst du wieder ins Deck. Man macht keinen Schaden, man kann sich eine der obersten 7 Karten nehmen. Ist okay, muss man nicht unbedingt machen. Und Doom Desire, allein schon der Name. Entferne alle Energiekarten, die auf diesem Pokémon anliegen. Das gegnerische Pokémon wird am Ende des nächsten gegnerischen Zuges besiegt. Wenn er keine Möglichkeit haben sollte, sich irgendwie zurückzuziehen, dann kann dieses kleine Jirachi ein Riesen-Pokémon auch besiegen. Ganz interessant. Kann man bestimmt cool kombinieren, aber trotzdem sehr, sehr situativ. Aber eine schöne Karte, um das nochmal zu sagen. Okay, springen wir wieder mal weiter. Code 3-2, Voltoball, Gligar, Choupette, Meowth, Cascoon, Fletchender, Latios Spirit Link, Exeggutor und Voltoball und noch ein Banette. Cool. Ich habe die Stapel jetzt mal auf die Seite gelegt, weil irgendwann wird es doch etwas voll im Bild. Und wir wollen den Fokus auf die wirklich coolen Karten da richten. So, Fletchling. Whitelands. Kann also auch auf Bank-Pokémon Schwäche und Resistenz anwenden. Megaturbo, geil, noch mehr davon. Rayquaza Spirit Link und jawoll, Articuno, aka Arctos bei uns im Deutschen. Hat hier auch die Möglichkeit, eine Preiskarte mehr zu ziehen, wenn er ein Pokémon besiegt. Hat auch interessante Attacken, wenn wir mal schauen. Chilling Sigh sagt, das gegnerische Pokémon schläft für eine Wasserenergie. Und Tri-Edge 20 plus 3 Münzen werfen und für jedes Mal Kopf machen wir 40 Schaden mehr. Kann also theoretisch bei 140 landen, kann bei 20 bleiben und für 3 Energie, ich weiß nicht. Designtechnisch sehr cool, aber ansonsten spielbar würde ich es nicht bezeichnen. Okay, Nexus.
Wablu, Bagon, Execute, Fletchling, Pikachu, Tropius, Skyfield, gerne immer mehr, Rayquaza, Spirit Link, immer mehr, Dragonair, einmal Dragonite, auch wieder eine schöne Kombination der beiden Karten, passen thematisch gut zusammen. So, jetzt wird es doch mal wieder Zeit. Eine neue, sehr, sehr coole Karte muss jetzt her. Fletchling, Togepi, Execute, Dratini, Electrike, Healing Scarf haben wir schon gehabt, Gliscor, Switch, Meowth und noch ein Banette. Davon haben wir jetzt schon wirklich viele. Die können jetzt auch gerne ausbleiben, bis ich fertig bin mit allen Boostern. Ich will viele neue Karten. Taillow. Kommst du in meinen Fokus? Ryan? Magst du nicht? Na gut. Magst du? Ja, der mag das eher. Bagan. Swablu. Tropius. Executor. Einmal Reverse Holo. Und noch ein Dragonite. Davon haben wir jetzt auch schon 3 oder 4. Braucht man auch nicht mehr. Also alles, was am Ende wieder übrig bleibt, was ich nicht für die Sammlung brauche oder mir von meiner Freundin gemobst wird, steht natürlich dann wieder zum Tausch bereit. Also direkt einfach mal schreiben, wenn Karten doppelt oder dreifach hier auftauchen. Direkt in die Kommentare schreiben, ob ihr was braucht, ob ihr was gerne haben wollt. Und dann können wir mal schauen, wie ihr am besten an die Karte kommt. Articuno einmal, Reverse Holo und Talonflame auch schon der dritte im Bunde. Also brauchen wir auch da keine mehr. Ich sag mal, von jeder Karte so ein Playset zu haben, ist schon nicht schlecht. Auch wenn man mal so Spaßdecks bauen möchte, um einfach die Karten auszuprobieren. Aber irgendwann wird der Schuhkarton voll und dann weiß man gar nicht, was man damit machen soll. Also so gesehen, gerne doch eher Karten, die ich noch nicht habe. Hier, Binnacle Reverse Holo und alter Schwede. Okay. Das ist Wahnsinn, also das ist wirklich, da habe ich erst heute mit meiner Freundin drüber gesprochen. Das ist eine der Karten, die ich schon von Anfang an unbedingt haben wollte. Winona als Full Art Supporter, wahnsinnig cooles Design. Schaut euch das mal an. Die Pose, badass. Die Farben, badass. Der Effekt, sowieso, badass. Das ist wahnsinnig toll. Ich hoffe, dass ich davon auch noch ein bis zwei ziehe, denn für mein Mega Rayquaza Deck wäre das natürlich ein Muss, diese Karte zu spielen. Und eine habe ich jetzt schon mal. Geil. Okay, machen wir einfach mal weiter. Oh, ich habe gerade gemerkt, bei meiner Kamera ist der Sparmodus angegangen, warum auch immer. Ich glaube, der Akku nimmt langsam, aber sicher ab. Inkay. Na gut, sollte aber trotzdem weiter funktionieren. Electrode, Altaria, Bennett und hier noch einmal als Holokarte Swillow und Bennett. Cool. Dich packen wir also mal darüber und dich holen wir mal hierher. Was gibt's noch für Supporte, die cool kommen? Ich glaube, Wally gibt's ja auch noch in Full Art, das wäre auch nicht schlecht. Generell natürlich alle Full Arts zu haben, wäre genial. Wir haben ja noch genug Möglichkeiten, das zu verwirklichen, dass wir da die Karten auch alle ziehen. Dustox einmal als Reverse Holo. Und jawohl, da bist du endlich, mein Freund. Dich habe ich gesucht und jetzt bist du doch da. Wir haben unser erstes Rayquaza EX gezogen. Hier also auch die farblose Version. Da ist er, der Mächtige, der Coole. Intensifying Burn, 10 Schaden plus, wenn das gegnerische Pokémon ein EX-Typ ist. Dann 50 extra, heißt für 1 Energie 60 Schaden, nicht schlecht. Dragon Pulse, nicht so toll, macht 100 Schaden für 3 und man muss die obersten 3 Deckkarten diskarten. Das kann nach hinten losgehen, wenn man da wichtige Karten verliert. Das würde ich ungerne machen, aber geil, haben wir dich auch endlich dabei. Also ich habe mir ausgerechnet, pro Display wäre es echt nicht schlecht, dass wir da eine Entwicklungsline kriegen von den Rayquaza-Jungs. Aber das wird sich jetzt erst herausstellen. Wir haben schon mal 1-1 gezogen.
fehlen halt noch weitere Wildlands, einmal als Reverse Holo und Altaria. Cool. Das ist sehr, sehr cool. Jedes deiner farblosen Pokémon hat keine Schwäche, ist eben hier die Ability. Das ist eben so eine Geschichte, viele Bank-Pokémon zu haben mit unterstützenden Abilities für das Deck, eben noch mit Pantymos zum Beispiel für Bankschaden, dass man den verhindern kann. Dann mit Vulnona, um die Stadium Card im Spiel zu halten. Also ihr seht, es gibt viele, viele Pokémon, die sich da jetzt schon wieder gut anbieten, um eine saubere Combo zu starten. Und das wollen wir, soweit es geht und so schnell es geht, auch umsetzen. Deswegen mehr Karten, mehr Kombo-Möglichkeiten, die suchen wir. Fletchling, Togepi, Execute. Wally hier einmal, Winona noch einmal hier, Meowth einmal und Carbink ist eine normale Rare, ist also keine Holo-Karte. Also schauen wir mal kurz. Solange diese Karte auf deiner Bank ist, verhindere jeden Schaden, der diesem Pokémon zugefügt werden würde. Okay, also auch selbst wenn wir Bankschaden auf unsere eigenen Pokémon machen würden, würde das diesen Effekt eben haben, dass er keinen Schaden kriegt. Okay, nicht schlecht. Nehme ich. Eingebaute Bench Barrier für sich selber, egal ob es Eigenverschulden ist oder durch einen gegnerischen Angriff. Nicht schlecht. Also, was haben wir hier? Wir haben Gligar, Meowth, Spearow, Natu, Shpat, Latios, Dustox, Fearow, Cascoon und noch einmal Burnett. Da werde ich wahrscheinlich irgendwann so ein ganzes Playset vertauschen können, wenn es so weitergeht. Denn die haben jetzt, glaube ich, auch schon die dritte Version. Und ich denke, ich werde sie nicht spielen. Vorerst. Wir haben im viertletzten Pack einmal Hawlucha, Dratini, Inkay, Natu, Trainermail, Gligar und Shedinjar. Auch schon gehabt, also weg damit. Die Nummer 3. Die drittletzte. Der drittletzte Versuch, noch irgendwas zu reißen. Wir haben Bagon, Nincada, Pidu, Badu, Walter, Wopper, Silken, Wally, noch einmal und noch einmal Togekiss. Cool, cool, cool. Weiter, weiter, weiter. Viele Supporter, viele Itemkarten. Immer gut, immer spielbar. Die Pokémon eher nicht. Außer die großen EX-Pokémon, die sind immer da. Die kann man immer irgendwo spielen. Aber sonst eher weniger. Natu, Togepi, Fletchling. Rayquaza, Spiritlink, Absol, da bist du. Das ist eine sehr, sehr coole Karte. Wenn man dieses Pokémon von der Hand auf die Bank spielt, darf man 3 Schaden von einem der gegnerischen Bank-Pokémon auf ein anderes Pokémon verschieben. Pokémon to another face. Ja, genau. Darf man einfach 3 Schaden verteilen, die schon bestehen. Das ist nicht schlecht. Machclaw, wie ist es im Englischen? Macht 30 Schaden und hier zählt keine Resistenz. Das ist cool. Und, ach nein. jetzt haben wir schon 3 davon. Okay, vielleicht heißt es ja, ich soll ihn mal ausprobieren. Ich weiß es noch nicht, ist schon echt lustig, aber mal schauen. Auf jeden Fall, Jirachi Nummer 3. Bei einem Jirachi EX würde ich ja nichts sagen, ne? Weil das ist eine wirklich gute Karte. Und solange sie im Spiel ist, werde ich sie auch weiter spielen. Irgendwann ist er nicht mehr da. Dann werden die Shamans gespielt. Aber das kleine, das brauche ich erstmal nicht. Okay, Pikachu, Wumpe, Togetic, Ultra Ball, Tropius, Latios, Spiritlink. Okay, wir schließen jetzt das erste Opening ab. Die erste Box ist dann damit durch. Und wir werden... Wie beenden wir das? Natürlich mit einer bombastischen Karte. Mit keiner anderen, mit keiner geringeren Karte als Victini! Okay, hätte klappen können. Trotzdem, me first, draw a card, zieh eine Karte, Psybolt, 20 Schaden, wirf eine Münze bei Kopf, ist das aktive Pokémon paralysiert. Wie geil wäre das jetzt gewesen, hier ein Full Art Rayquaza EX zu ziehen als glorreichen Abschluss für ein Opening. Aber gut,
Wir haben Victini. Victini haben wir auch noch nicht gezogen gehabt, deswegen alles okay, alles cool. All good in the hood. Von mir aus kann das so weitergehen. Bis auf diese ganze Geschichte hier mit den Jirachis, die brauche ich jetzt wirklich nicht mehr. Die Togekiss sind auch zur Genüge da. Aber ihr seht schon hier, die Reihe geht weiter. Die Karten, die uns gefehlt haben, die wertvollen, die wichtigen Karten, kommen so nach und nach tatsächlich raus. Wir haben hier schon 5 sehr, sehr gute Karten gezogen. Hier schon die weiteren Rare, die Holos, die Ancient Trade Holo-Karten. Also viele tolle Sachen sind schon dabei, aber die eine oder andere Karte fehlt noch. Und auf die bin ich schon extrem scharf. Also so eine Full Art Rayquaza-Karte wäre der absolute Burner. Und vielleicht schaffen wir es in der nächsten Folge. Das heißt, für die, die es noch nicht gemacht haben, hier unten links auf den kleinen Button drücken, dann könnt ihr meinen Kanal abonnieren und ihr verpasst die nächste Folge auch wirklich nicht. Ich versuche das natürlich so schnell wie möglich hochzuladen. Vielleicht schaffe ich es dann direkt am nächsten Tag. Also heute nehme ich auf, heute ist Freitag. Morgen Vormittag bin ich nicht da. Vielleicht schaffe ich es direkt am Nachmittag noch eine Episode zu drehen und die direkt für euch hochzuladen, dass ihr nicht allzu lange warten müsst, denn wir haben noch 2 weitere dieser Bad Boys. Opa, das war ein bisschen heftig, die wir noch zusammen aufmachen wollen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Dann gibt es auch bestimmt wieder sowas für euch. Danke dafür. Und ja, ich freue mich drauf. Mehr Abonnenten, mehr Freunde. Schreibt einfach was Nettes in die Kommentare. Erzählt es euren Freunden, wenn die auch so auf Pokémon stehen wie ihr. Und ja, je mehr Leute, desto besser. Motiviert mich natürlich immer mehr Videos zu machen, die noch besser zu machen. Und generell, wenn ihr Vorschläge habt, irgendwelche Verbesserungsvorschläge oder Ideen habt, schreibt mir eine Nachricht, schreibt es in die Kommentare. Checkt mich auf Facebook, da könnt ihr mir auch gerne schreiben. Da gibt es auch Infos zu einem kleinen eBay-Shop, den ich vielleicht aufmachen möchte, mit ein paar Karten, die ich so zum Verkauf habe. Mit dem Thema Tauschen ist teilweise relativ schwer. Wenn ihr über sowas reden wollt wie Tauschen, gerne auf Facebook, da kann ich das besser verwalten als hier bei YouTube. Genauso, wenn ihr irgendwelche Karten kaufen wollt, schreibt es mir am besten auf Facebook. Auch Pokemaxi TCG findet ihr meine Seite, da werden auch die Links hochgeladen, wenn die Videos auf YouTube sind, heißt, ihr könnt mir da auch folgen und diese ganzen Sachen mitbekommen. Da werden Bilder hochgeladen, etc. etc. pp. Ihr kennt euch aus, ihr seid in den Social Media Networks auch immer unterwegs. Da bin ich also auch. Ihr findet mich, checkt's einfach mal aus. Ansonsten freue ich mich schon auf die nächste Folge, wünsche euch bis dahin ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, ciao!